als Student hat ein Studium begonnen und alles, was er wissen muss, ist in einem bestimmten Buch. Darin steht alles, was er wissen muss. Und er lebt da vor sich hin und irgendwann begegnet ihm sein Professor und sagt, na, dich habe ich aber lange nicht gesehen, wie sieht's denn aus? Ja, ja, er kommt nicht so recht dazu, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Es ist ein bisschen schwierig, er hat viel anderes zu tun. Sagt, aber du willst doch dein Examen bestehen, oder? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich muss mein Examen bestehen, ich will mein Examen bestehen. Ja, aber dann musst du dich mit dem Buch beschäftigen. Ein paar Monate später trifft der Professor den Studenten wieder und fragt ihn das Gleiche. Und der Student sagt, ich habe doch nicht alle Zeit in der Welt. Ich komme nicht dazu, das Buch zu lesen. Ich habe so viel andere Interessen, so viel anderes zu tun. Ich habe keine Zeit dafür. Ja, aber willst du denn das Examen nicht bestehen? Doch natürlich will ich das Examen bestehen. Natürlich will ich da durchkommen. Genauso leben viele Christen. Genauso leben viele Christen. Sie wollen das Examen ihres Lebens bestehen. Sie wollen erfolgreich sein. Sie wollen durch die Prüfungen siegreich hindurchkommen. Aber gleichzeitig tun sie das eigentliche Studienmaterial des Lebens gering achten. Sie nehmen sich keine Zeit für das Wort Gottes. Sie beschäftigen sich nicht damit. Hallo, alles, was du jemals in deinem Leben an Prüfungen und an Herausforderungen und an Aufgaben, was dir begegnen wird, die Lösung dafür steht in dem Buch, in der Bibel. Das ist das Studienmaterial deines Lebens. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du jeder Not und jeder Herausforderung und jedem Problem deines Lebens begegnen können. Denn es ist nicht ein Buch, was tot ist, sondern was lebt, was wirksam ist, was Kraft hat. Ein Schwert, etwas, was lebendig ist, was in deinem Leben Dinge hervorbringt. Aber wenn du es gering achtest und dich nicht damit beschäftigst und es nicht in dir leben lässt, dann wirst du jämmerlich durch die Examen und die Prüfungen deines Lebens hindurchrasseln. Meine Einladung an dich ist, beschäftige dich mit dem Buch. Nimm das Buch des Lebens und lass es zum Buch deines Lebens werden. Wenn du dir wirklich Zeit nimmst für die Bibel, ich glaube, dein ganzes Leben wird sich verändern. Schau einmal, viele Christen verbringen 3, 3,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher, vor der Glotze. Ich sag dir eins, nimm den Fernseher und stell ihn in den Keller, stell ihn in die Garage, stell ihn auf den Dachboden, kannst ihn gerne anschließen. Und wenn du tatsächlich mal was sehen willst, die Sportschau oder was, dann nimmst du dir einen Klappstuhl und setzt dich davor und guckst es dir eben an. Aber nicht dort, wo es bequem ist und wo es schön ist und wo es warm ist und wo du deinen bequemen Sessel hast, da legst du deine Bibel hin. Und wenn du stattdessen, dass du 3 Stunden in die Röhre guckst, dir die Zeit nimmst, 1, 2, vielleicht auch 3 Stunden pro Tag dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, ich verspreche dir, ich garantiere dir, dein Leben wird sich in wenigen Wochen völlig verwandeln. Sei weise und leb nicht wie dieser dumme Student, sondern nimm das, was Gott für dich hat, sein Wort, und lass es in deinem Leben zur Realität werden. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Es ist der größte Segen, den du in deinem Leben für dich persönlich freisetzen kannst. Nimm es und du wirst feststellen, Gott hat viel, viel mehr für dich.